Prozessauftakt der sogenannten Rathaus-Affäre und neue Doppelausstellung in der Kästner Gesellschaft. Die beiden Ausstellungen sollen das Thema Gesellschaft aus neuen Perspektiven beleuchten. Und damit guten Abend und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. 7 Monate, nachdem der Rat der Stadt den ehemaligen Oberbürgermeister Stefan Schostock in den Ruhestand geschickt hat, startete heute der Prozess vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft Hannover wirft Schostock, seinem damaligen Büroleiter Frank Herbert und dem suspendierten Kultur- und früheren Personaldezernenten Harald Herke Untreue im besonders schweren Fall bzw. die Anstiftung zur Untreue vor. Harald Herke soll dem Büroleiter Herbert eine unerlaubte monatliche Gehaltszulage von knapp 1.300 Euro bewilligt haben. Stefan Schostock soll der Staatsanwaltschaft zufolge von den Zahlungen bereits spätestens seit April 2017 gewusst, sie allerdings nicht unterbunden haben. Ob dieses Unterlassen rechtlich zwingend als Amtsmissbrauch gewertet werden kann, dies gilt es nun zu klären. Jetzt wird an 5 weiteren Tagen bis einschließlich zum 3. März 2020 verhandelt. Es drohen Gefängnisstrafen zwischen 6 Monaten und 10 Jahren. Und wir kommen zu weiteren wichtigen Nachrichten des Tages, kurz zusammengefasst von Seda Vardar. Bereits zum 33. Mal heißt die erfolgreichste Turnshow Europas Feuerwerk der Turnkunst das Publikum willkommen. Das Motto der kommenden Show: Opus, das Werk eines Künstlers. Dahinter steckt eine Reise zurück in die 20er Jahre. Wir machen ja jedes Jahr eine komplett neue Show mit komplett neuen Artisten aus aller Welt. Und das ist bei Opus auch nicht anders. Wir werden mit Artisten aus 10 Nationen hier diese Tournee bestreiten. Und das Thema, handelt sich dabei um die 20er, 30er, 40er Jahre, die wir ein bisschen bespielen, was in der Musik, aber auch in den Kostümen und in der gesamten Storyline zu sehen sein wird. 35 Shows an 22 Orten verteilt in Deutschland. Dabei gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch das ein oder andere Highlight. Ja, wir haben ja immer eine bunte Mischung von Showacts. Wir versuchen immer die bunte Vielfalt der turnerischen Sportarten zu zeigen. Eine ganz besondere Gruppe kommt dieses Jahr aus der Mongolei. Da kann ich jetzt schon spektakuläre Flüge versprechen. Das ist die einzige Gruppe weltweit, die ein 5-fach Salto auf dem Schleuderbrett zeigen wird. Wer also Lust auf Akrobatik und eine Reise zurück in die Zeit hat, kann sich an Silvester die erste Show in Hannover angucken. Auf dem Campus Handwerk in Garbsen überreichte gestern der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne der Handwerkskammer Hannover einen Zuwendungsbescheid der Förderung der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung. Mit insgesamt 2,09 Millionen Euro wird damit die finanzielle Unterstützung weiter fortgesetzt. Der Bescheid wurde persönlich von dem Handwerkskammerpräsidenten Karl Wilhelm Steinmann und dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer Dr. Karl Michael Vogt entgegengenommen. Herzlichen Dank, dass das geklappt hat. Die Strompreise sind so hoch wie nie und sollen im nächsten Jahr sogar noch weiter steigen. Um deutlichen Mehrkosten zu entgehen, könnte ein Anbieterwechsel sinnvoll sein. Wann sich ein Wechsel lohnt und was dabei zu beachten ist, weiß unser heutiger Gast Jana Preuschhoff. Sie ist Energierechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Hallo Frau Preuschhoff, schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, die Strompreise sind hoch, aber womit setzen die sich zusammen? Also wie setzen sich die Strompreise zusammen? Das sind ganz unterschiedliche Komponenten, die in letzter Zeit auch jede für sich genommen noch gestiegen sind. Das ist zum einen die EEG-Umlage, die ja jedes Jahr im Oktober bekannt gegeben wird von den Netzbetreibern und dann auch durch die Medien geht. Die ist erwartungsgemäß in diesem Jahr gestiegen. Dann sind es die Netzentgelte. Für die Netznutzung, für die Durchleitung von Energie durch die Netze, die die Verbraucher auch in ihren Verträgen mitbezahlen. Auch die sind deutlich gestiegen, auch im Vorjahr schon. Und dann ist es noch der Börsenpreis, also einfach die Kosten, die die großen Anbieter für Einkauf und Vertrieb haben. Da gibt es widersprüchliche Angaben, aber auch der steigt zumindest nach dem, was die Anbieter überwiegend sagen. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie klug die Anbieter einkaufen, wie vorausschauend oder wie risikofreudig sie sind. Also manche kaufen auf Jahre im Voraus, manche machen es ganz tagesaktuell. Ist immer so ein bisschen unterschiedlich, aber grundsätzlich wird sich auch da beklagt, dass die Preise steigen. Ja, Sie sagten gerade, ein ganz maßgeblicher Faktor ist die EEG-Umlage. Was ist das genau? Das ist die Umlage, die gezahlt wird für die erneuerbaren Energien. Denn also der Strom
aus erneuerbaren Energien wird ja eingespeist und dann auch wieder verkauft, aber lässt sich nicht unbedingt zu dem Preis wieder verkaufen, zu dem der eingespeiste Strom vergütet werden muss, um den Ausbau voranzutreiben. Und diese Differenz, die EEG-Umlage, die zahlt dann letztendlich der Verbraucher. Ja, von welchem Betrag reden wir da? Also wie teuer wird es oder wie viel teurer wird es für, sagen wir mal, einen Durchschnittshaushalt hier in Hannover? Ja, also die EEG-Umlage selber ist ja nur um Centbruchteile gestiegen. Das klingt erstmal gar nicht so viel, wenn man es dann aber auf 4000 Kilowattstunden hochrechnet, die eine Familie mit Kindern durchaus verbraucht, dann sind das schon 60 bis 100 Euro Mehrkosten im Jahr. Ja, die Bundesregierung hat angekündigt, durch die Bepreisung von CO2 auch den Bürgerinnen und Bürgern entgegenzukommen mit den Strompreisen. Also wollen die entlasten dabei. Wann ist damit zu rechnen oder ist damit überhaupt zu rechnen? Schwierige Frage. Die Verbraucherzentralen fordern ja schon lange, dass in diesem Bereich CO2-Bepreisung was passiert. Jetzt ist was passiert. Das Klimapaket, das ist ja viel, viel schneller vorangegangen, als wir erwartet hätten. Es ist auch etwas schneller gestoppt worden vom Bundesrat in Teilen, als wir erwartet hätten. Das heißt, eine sichere Prognose, wann da was ankommt bei den Verbrauchern, die können wir gar nicht geben. Ja, wann macht denn ein Wechsel Sinn des Stromanbieters? Also es gibt ja so viele Stromanbieter mittlerweile. Wann macht es Sinn zu wechseln? Grundsätzlich immer. Also wir sagen ganz klar, durch einen Anbieterwechsel oder durch einen Tarifwechsel, der reicht ja häufig schon, kann jeder Verbraucher sparen. Ja, und worauf muss man da achten bei so einem Wechsel? Es gibt da verschiedene Punkte, wo wir sagen, die eignen sich vielleicht nur für risikofreudige Verbraucher. Es gibt auch Verbraucher, die brauchen mehr Sicherheit. Für die gibt es dann andere Kriterien. Für sich selbst sollte man erstmal entscheiden, möchte ich möglichst viel sparen oder möchte ich ein bisschen Sicherheit? Möchte ich vielleicht einen Anbieter auswählen, der in der Region sitzt, sodass ich auch einen Ansprechpartner vor Ort habe oder eben einen der großen vier, die ja auch häufig Ansprechpartner vor Ort dann bieten? Oder möchte ich einen reinen Online-Anbieter? Kann Vor- und Nachteile haben. Dann gibt es eben die Vertragslaufzeiten, wo wir immer sagen, ein Vertrag, der von Beginn an länger läuft als ein Jahr, das kann auch einen Nachteil haben. Also so eine Laufzeit ist halt ein wichtiger Punkt. Dann muss jeder Verbraucher beim Wechsel auf die Kündigungsfrist achten. Die darf gesetzlich bis zu 3 Monaten betragen. Wir sagen immer, übersichtlicher und leichter zu merken ist eine Kündigungsfrist von höchstens einem Monat. Dann gibt es natürlich so Kriterien, die gehen gar nicht. Pakettarife, Vorauszahlung, das ist alles nicht mehr zeitgemäß und hat in der Vergangenheit auch zu großen Verlusten für Verbraucher geführt, wenn zum Beispiel Anbieter Insolvenz anmelden mussten. Das sind so ein paar Punkte. Und ganz wichtig ist aus unserer Sicht immer noch, wenn man selbst online wechselt über ein Vergleichsportal, da gibt es bei den meisten die Option direkte Wechselmöglichkeit. Dann werden immer die Anbieter angezeigt, die auch eine Provision dann zahlen für den Wechsel. Wenn man die ausklickt, dann werden alle Angebote angezeigt. Ja, Sie sprachen es gerade schon an, die Vergleichsportale, da gibt es ja eine ganze Menge. Welche Gefahren lauern denn vielleicht noch für die Bürgerinnen und Bürger, die auf eigene Faust den Stromanbieter wechseln möchten? Ja, also nicht unbedingt eine Gefahr, aber etwas, worauf man achten muss, ist auf jeden Fall, dass man diese Voreinstellungen, die immer vorhanden sind, die man manchmal auch ein bisschen suchen muss, auf seine eigenen Bedürfnisse anpasst. Und dann gibt es noch die Falle, das bemängeln wir schon länger, ganz oben sind häufig Werbeanzeigen. Die sind zwar auch als Werbung gekennzeichnet, aber wer vielleicht nicht viel Zeit hat oder sich nicht so gut auskennt im Internet, der denkt dann, oh, ganz oben der günstigste Anbieter, aber meistens ist es Werbung. Und deswegen muss man sich da schon ein bisschen mit auseinandersetzen und auch den zweiten und dritten Platz vielleicht mit angucken. Ja, vielen Dank, Frau Preuschow, für das Gespräch. Und wir kommen zum nächsten Thema. Starkstromanschlüsse, programmiertes Licht, Stahlgestelle oder auch zusammengenähte Kleidungsstücke. In der Kästner Gesellschaft wurden 2 neue Kunstausstellungen eröffnet. Die Künstler Hassan Khan und Eva Kotschatkova waren vor Ort und haben ihre Werke präsentiert. Lili Schröder. In Anlehnung an die Ausstellung Gesellschaft von Rita McBride aus dem Jahr 2016 werden 2 neue Ausstellungen in der Kästner Gesellschaft eröffnet. Jeweils unterschiedliche Künstler nehmen bewusst verschiedene Perspektiven ein. Die tschechische Künstlerin Eva Kotschatkova erschafft in ihrer Ausstellung In the Body of a Fish Out of Water neue Welten. Das Besondere ist, dass Eva Kotschatkova in dieser Ausstellung einen Vorschlag macht, wie wir miteinander umgehen könnten, wie wir zusammen leben könnten. Und das heißt nicht nur wir Menschen untereinander, sondern eben auch mit Tieren, mit Pflanzen, mit Objekten, mit unserer ganzen Umwelt, wie wir anders miteinander umgehen könnten. Wir stehen hier in dem Raum der Maschine zur Wiederherstellung der Empathie. Und Empathie ist genau das, was sie vorschlägt als treibende Kraft für unser Zusammenleben. Die beklemmend wirkenden Stahlgestelle, die an Körperteile erinnern sollen, deuten einen menschlichen Körper an.
Die Künstlerin möchte mit ihrem Werk auf die Gefangenschaft innerhalb normativer Strukturen aufmerksam machen. Die Installation The Machine for Restoring Empathy, übersetzt die Maschine zur Wiederherstellung von Empathie, stellt einen Gegenentwurf zu dieser Erkenntnis dar. Erst durch Performances werden Kostüme und Korpus aktiviert und zu einer Art Organismus. Ihre Werke verbinden sich also zu einem Netzwerk, das auf Fürsorge, Empathie und Mitgefühl beruht. Hasan Khan ist für seine Werke mit assoziativen Systemen bekannt. Auch in seiner Ausstellung Host, übersetzt Gastgeber, erwecken seine vielfältigen Werke unterschiedliche Stimmungslagen. Sie merken, diese Werke sind sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt zunächst optisch nichts, das diese Medien miteinander verbindet. Und dann läuft man durch die Ausstellung und man spürt, dass in all diesen Werken Prozesse vor sich gehen, dass dort Dinge unter der Oberfläche brodeln, dass dort etwas lauert und dass alle diese Formen mit kollektiv gestalteten Elementen arbeiten. Neben computergenerierten Bildern, digitalen Illustrationen, werden auch Starkstromanschlüsse und ein programmiertes Licht zu sehen sein. Hasan Khan beschäftigt sich mit der Frage, wie sich ein Kollektiv formiert. Eva Kotchakova hingegen mit dem Gedanken, wie sich das Zusammenleben der Menschen ändern würde, wenn Empathie als treibende Kraft diene. Inwiefern die beiden Ausstellungen zusammenhängen, erklären uns die beiden Kuratorinnen. Im ersten Augenblick sind die ästhetisch beide sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Aber beide Ausstellungen verhandeln Machtverhältnisse. Bei Hasan Khan gibt es einerseits die Machtverhältnisse zwischen einem Kollektiv und dem Individuum tatsächlich. Und bei Eva Kutschatkova ist mehr die Überlegung, vom Individuum auszugehen, wie kann man Machtverhältnisse ändern. In beiden Ausstellungen geht es auch sehr stark um Emotionen. Also Hasan Khans Ausstellung ist so ein bisschen eine emotionale Landschaft, in der man sich ständig neu positioniert. Sie hat mal eine ganz kühle Ästhetik, die man rational wahrnehmen kann. Dann wird man völlig affiziert, fühlt sich bedroht. An einer anderen Stelle lacht man vielleicht wieder auf. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Emotionen, die in einem geweckt werden können in dieser Ausstellung. Die Ausstellungen sind vom 7. Dezember bis zum 9. Februar in der Kästner Gesellschaft zu sehen. Und zum Schluss haben wir noch einen kleinen Veranstaltungstipp für Sie. Im 18. Jahrhundert ziehen sogenannte Elektrisierer durchs Land und begeistern Ihr Publikum mit spektakulären Versuchen und geheimnisvoll bewegten Glockenspielen. Glasflaschen gefüllt mit Goldblättern dienen als Stromspeicher, elektrische Ladung wird über Hanfseile geleitet und mit Kurbelmaschinen werden Blitze erzeugt. Es gibt Geschichten von zuckenden Froschschenkeln, dem Donnerhaus und der Voltasäule. Diesen Freitag um 17 Uhr im Museum für Energiegeschichte, Humboldtstraße 32. Um eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail wird gebeten. Der Eintritt ist frei. Und das war's auch schon wieder mit 0511. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Felix Krügel. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie's gut.